Sandro Zurkirchen. Ich glaube, wenn man Ihnen ein leeres Buch und einen Schreiber vor dem Spiel geht und gesagt hat, schreiben Sie das perfekte Drehbuch, ich glaube, das ist etwas das Spiegelbild heute Abend. Ja, ich glaube, wir haben nahezu ein perfektes Roadgame gespielt. Vor allem das letzte Drittel haben wir wirklich einfach gespielt, entschieden, rausgechippt, haben die kleinen wichtigen Sachen richtig gemacht und jeden ist gegangen für den Sieg und am Schluss haben wir es uns verdient. Sie haben viel zu tun gehabt und gleich haben wir das Gefühl gehabt, es ist alles aber auch eher relaxter gewesen. Was hat sich geändert jetzt im System und im Serspielteam? Wir probieren unsere Zonen auch zu kontrollieren am Gegner. Die Gegner sind oft sehr gut in den offensiven Zonen und dann irgendetwas müssen wir geben. Aber wir probieren die möglichst wenig gefährlichsten Sachen, Optionen zu geben. Und ich glaube, heute haben wir das über 60 Minuten lang sehr, sehr gut gemacht. Und darum hat es, aus meiner Sicht hat es relativ kontrolliert ausgesehen von innen raus. Und das ist ein harter Job, den die Jungs gemacht haben. Und das hat es mir heute auch einfacher gemacht. Jetzt die erste Shoutout-Gratulation zu dem. Auf der Heimreise hat es, glaube ich, einige Raststätten, wo man dort schon das einlösen als Goalie. Nein, es gibt sicher einen Kuchen und einen Kaffee am Morgen bei Gelegenheit. Wir mussten lange darauf warten, die ganze Mannschaft. Wir sind oftmals nahe dran und am Schluss ist immer noch ein Goal gekommen oder am Anfang ein Goal gekommen. Aber heute haben wir, wie ich gesagt habe, über grosse Strecken ein perfektes Spiel abgeliefert und jeder hat sich das verdient heute.